Mein Name ist Matthias von Schramm. Immer noch. Und ich bin unterwegs und versuche etwas Sonne zu tanken, die im schönen Alstertale heute das ganze Alstertal sozusagen überwältigt und bescheint. Und das ist eine sehr schöne Voraussetzung, um ja sozusagen erleuchtet von diesen Strahlen gleich nach Hause zu fahren und dann zu Hause dann eine wunderbare Bildbesprechung zu machen. Ein Bild mit Linien, so viel ich weiß, Brücke, irgendwie Füße oder irgendwie sowas. Das muss ich dann sehen. Ja, wenn man so mit Sonne versehen wurde und beglückt wurde unterwegs, dann kann man auch nüchterne Linien, die grafisch schön sind, sehr schön betrachten. Ja, da kommt auch schon mal ein Zug, den ich gleich steigen werde und sage dann auch, ja, bis gleich sozusagen. Zu Hause angekommen muss und kann ich sagen, dass dieses Bild einem kein X vor einem U vormacht. Aber was sehen wir? Wir sehen ein Foto des Autors, des Bildautoren INKOUST. Unterschiedlich groß geschriebene Buchstaben. Der Bildtitel wiederum nur in Zeichensprache. Es kommt ein Hütchen vor, es kommt eine gerade Linie vor, es kommt ein X vor, es kommt ein Bodenstrich vor. Und genau das sieht man auf dem Bild. Verschiedene Linien. Und zwar auf einer Brücke. Man sieht Linien aus Eisen. Man nahm Linien, machte sie zu Eisen, setzte sie auf die Brücke. Linien aus Asphalt und Farbe. Man nahm eine Straße, man fuhr eine Linie ab. Linien von einem Geländer. Ja, alles sehr liniert. Ein Bild, was sozusagen grafisch unglaublich durchtrainiert wirkt, sozusagen. Und dennoch muss man sagen, es wirkt nicht ganz gerade. Es wirkt leicht unperfekt, so von der Sichtweise. Und das macht es eben gerade lebendig. Hinten auf einer Bühne, man könnte fast sagen wie Backstage, laufende Menschen. Männerfüße, Frauenfüße. Ein Mantel, was weiß ich, vielleicht sogar, das ist ein Wintermantel. Es könnte ein Pelz sein, ich glaube, es ist kein Pelz, aber es könnte ein Pelz sein, der verbotenerweise getragen wird von Tieren. Da kann man sich natürlich auch schon mal wieder aufregen. Aber das Bild ist wirklich in seinem Aufbau doch eher etwas, was linear ist, also auf Grafik mehr als auf Sozialkritik konzentriert. Es ist ein schönes Foto. Und trotz der Nüchternheit, die ich eben beschrieb, ist dieses Bild von I in Kunst oder so sehr, sehr lebendig. Das muss ich schon sagen. Schickt mir Fotos und tschüss. Ihre S-Bahn Hamburg-St. Schuss, bis zum nächsten Mal. Next Station, Poppenbüttel. This train terminates here. All change, please.